Willkommen zu einer neuen Folge Horse Haven World Adventures. Ja, wir sind jetzt in Frankreich und ich habe unsere ehemals Rio umbenannt. Das ist jetzt Atraxi. Sie ist aber schon wieder auf der Weide zum Trainieren. Der Rex trainiert auch. Und Layali und Adonis haben ein Level Up. Da schauen wir jetzt erstmal rein. Und danach geht es für die beiden auch wieder auf die Weide. So, wir haben die Chance auf Diamanten. Das wäre nicht schlecht. Und wir kriegen auch die Diamanten. 15 Stück. Sehr schön. So. Ja, dann haben wir auch schon gesehen hier, die beiden Ställe sind frei. Die beiden Champ-Pferde Stufe 2 sind weg. Für Diamanten verkauft. Dafür haben wir jetzt... Oh, jetzt haben wir 6010 Diamanten. Es wird langsam. Das Polster wird größer. Also die nächste Oasenerweiterung kann kommen. Und auch hier klappt es mit den Diamanten. Gleich 20. Mensch. Oh, noch ein Level up. Oh, da wäre natürlich die Verbesserung der Werte besser. Springen. Wäre zwar auch nur Bronze mit dem Schleifchen, aber es wären Diamanten. Okay. Schade. Das Springen ist ja wirklich nicht so gut beim Champ-Pferd. So, dann schnappen wir uns hier nochmal die Briefe. Okay, wir wurden von drei Freunden überholt. 1355 Zuchtbelohnung. Ich hoffe, es hat geklappt. Und ja, das Dorf wurde besucht. Und was haben wir? Ach ja, die... Wir wurden in Russland überholt, alles ist gut. Dann schauen wir uns das Quiz an. In der griechischen Mythologie ist ein Hyperlektrion halb Pferd, halb Kuh, Schlange, Hahn. Och Gottchen. Hahn war das, ne? Mhm. Dann, in welcher Provinz Frankreichs wurde der Breton entwickelt? Burgund, Britannien, Bordeaux. Das ist Britannien. Und... Der Egidienberger ist eins der wenigen Pferde, die dies instinktiv kann. Tölt, Vogue, Grand Pas. Das ist Tölt. So. Sehr schön. Wie sieht es denn hier jetzt eigentlich aus? 97 nur, aber fürs Fiori soll es reichen. 94. Müssen wir gucken. Wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Smaragde dazu verdienen. Die Rubine sollten für beide Pferde reichen. Aber Saphir und Smaragd. Muss mal gucken, vor allem Smaragd. So, ich würde sagen, auf nach Deutschland. Und hier müssten wir mal Platz machen. Schicken wir die Fohlen rüber. Frankreich ist ja gerade Platz. Hm, die Fohlen, ein Fohlen, ich weiß es nicht. Wir können ja erstmal, da in Frankreich ja nicht gezüchtet wird, schicken wir erstmal beide rüber. So teuer ist es ja momentan nicht mehr. Und dann haben wir hier ein neues Fohlen und wir sehen schon, es ist ein Stufe 2 Hengst. Und der, ja, wir versuchen ihn jetzt mal groß zu ziehen und dann mit ihm zu züchten. Momentan, ja, Name bleibt erst einmal bei Wind. Und dann gucken wir mal, füttern wir den Kleinen mal. Vielleicht schaffen wir ja Stufe 5 relativ flott. Aber nach Großbritannien müssen wir auf jeden Fall auch noch schauen. Die himmelblaue Derby-Pferdzucht muss ja auch noch weitergehen. Und hat braune Augen. Thank you.
So, Äpfelchen, die werden auch wieder nicht so viel bringen. Leider. 16. Hm. Möchtest du nicht mal was anderes? Nee, schon wieder Äpfelchen. Und dabei hat er nur 130 bis zum nächsten Level insgesamt. Aber so kann sich das natürlich ewig hinziehen. Da jemand nur Äpfelchen isst. Außerdem ist das auch nicht gesund, so viele. Kann zur Kolik führen. Ach ja, Gras, das wird jetzt nicht besser. Grünes Futter. Ich weiß nicht, haben wir grünes Futter mal wieder angebaut? Ich glaube, gelb ist eher, ne? Reicht aber noch. Und reicht es wenigstens für ein Level ab? Ja. Wenigstens schon mal Level 2. Ja, das kann sich hier nur um Stunden handeln, bis du erwachsen wirst. Wirklich zeigen möchte er sich auch nicht. Erdbeeren. Hm. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Großbritannien und züchten das himmelblaue Derby-Pferd. So. Ich glaube, auch hier gibt es Level-Ups, ne? Oder ein Level-Up. Der links, genau. Die Lady Azur ist ja fertig mit ihrem Training. Aber der links noch nicht. Und schauen wir mal. Level 14 ist er schon. So, er könnte eine Werteverbesserung bekommen. Ausdauer auf Silber mit zwei Schleifchen. Das wäre natürlich top. Da kriegen wir schon wieder Diamanten. Vom Prinzip her ja auch schön, aber die Verbesserung wäre natürlich schöner gewesen. So, jetzt könnte er hier Springen verbessern. Und wir kriegen schon wieder nur... Süßigkeit ist leider immer auf diesem Feld, oder? Irgendwie komisch. Noch eine Verbesserung möglich. Endlich. Springen mit Silber mit einem Schleifchen. Sehr schön. Ja. Beim dritten Versuch hat es doch nochmal geklappt. Gut, dann schicke ich den Guten mal wieder auf die Weide zum Trainieren. Und hier, das ist ja wieder eine Stufe 2er geworden. Den verkaufen wir gleich mal. Und dann holen wir uns wieder unsere beiden. Vulkan und Kitty. Und versuchen es. Hier mit der Gratis-Zuchtverbesserung. Die dürfte jetzt aber auch nicht mehr so lange da sein. Aber es hat geklappt. Wir haben Stufe 3. Und? Och, ein Mädchen. Oh nein, dann wird uns Lady Azur leider verlassen müssen. Das heißt, links bleibt. Vielleicht hat sie auch Verbesserungen. Ja, also sie hat Ausdauer verbessert und Sprung. Und bei ihm leider nur momentan Sprung, deswegen... Ach Gott.
Ja, gut, wir werden's dann sehen. Es wäre natürlich cool, wenn wir Kitty und Vulcan noch ein bisschen trainieren könnten. Und an sich würde ich auch gern einen von den beiden behalten, weil die sehen ja auch echt cool aus. Mal schauen. Gut, also wir hatten zumindest schon mal einen Zuchterfolg. Mal sehen, was unser Zwilling jetzt sagt. Der gute Wind. So, Kirschkuchen. Ja, geht, glaube ich, von den Erfahrungspunkten. Ich hoffe es zumindest, weil Kirschkuchen ja eigentlich schon in Deutschland kommt ja relativ spät vom Level her. Ja. Es geht in die richtige Richtung. Langsam. Ja, nö. Jetzt wieder Hafer. Hafer ist natürlich ganz doof. Zehn Stück auch noch. Das reicht fürs Level Up. Naja. Mal schauen. Erdbeerchen. Haben wir noch genug? Ich hoffe. Ein Grasbüschelchen, ne? Das ist doch schon wieder gar nicht so toll. Das kann doch schon... Ist doch schade. So. Ich meine, würde er einmal diesen vernünftigen Salat wollen oder Schokokuchen, würden wir gleich mal ein ganzes Stück weiterkommen. Und so... Wenn das so weitergeht, haben wir irgendwann ja auch kein Gras mehr. Dann wird es schwierig. Kürbisse, okay. 238 sind es jetzt schon bis zum Level 4. Aber ich würde schon ganz gerne noch versuchen, Stütchen auf Stufe 2 zu züchten. Und dann könnten wir uns die Stufe 1er nochmal anschauen. Da ist ja jetzt noch einer erwachsen geworden. Da weiß ich gar nicht, ob ich schon VK hintergeschrieben habe. Zum Trainieren und dann für Diamanten zu verkaufen. Dann könnten wir uns vielleicht sogar nochmal eher Deko leisten. Auch vielleicht nochmal einen Sattel für den Zwilling oder das Monument, das muss man ja jetzt wirklich kaufen. Das kriegt man ja nicht mehr für die Zucht geschenkt, für die erfolgreiche. Das ist sehr schade. Kirschen. Mal schauen. Zur Not sind sie ja noch am Bäumchen. Sechs Stück haben wir aber noch. Tja, Kleiner. Du bist so ein Tierchen, du gibst dich mit den einfachen Dingen zufrieden und das ist für uns aber gerade zum Nachteil. Level 4.
Wir gucken noch mal in die Scheune. Grastechnisch haben wir noch, zum Glück. So. Haben wir da schon... Ich hoffe, glaube... Das hier müsste unser VK sein. Prima. Bei. Das ist jetzt schnell blaue Augen. Wir gucken noch mal. Genau, Henk und Pura waren unsere Zuchtpferde. Das ist Rima. Genau, dann haben wir sie auch kurz gesehen. Dann kommt sie jetzt erstmal auf die Weide zum Weitertrainieren. Ja, und hier müssen wir mal schauen. Wenn wir den Kleinen jetzt noch groß bekommen. Ich überziehe jetzt schon mal ein bisschen. Ich hoffe, das hält sich bei ihm jetzt in Grenzen. Dass wir da nochmal züchten, dann können die anderen beiden auch schon mal trainieren. Weil beide werden wir definitiv auch nicht behalten können. Ach ja. Ja, ich könnte jetzt auch Diamanten theoretisch ausgeben. Ich habe ja doch recht viele bekommen gerade, aber irgendwie bin ich dafür meistens ein bisschen zu geizig, um diese Zeit da zu überspringen, die Wartezeit, bis das Pferd wieder futtern kann. Das ist ja schon immer, wenn da irgendwas kommt, was wir nicht mehr füttern können. Ärgerlich. Aber naja. Ja, natürlich Möhrchen. Ach Gott. Das wird doch nichts mehr mit dir. Gucken wir mal, ich glaube, Möhrchen war jetzt auch nicht so 23 nur noch. Ja, wir hatten mal ein größeres Polster. Trauben wird auch wenig, Gras geht noch. Na hier, der könnte ja mal Honigkekse oder... Was war das denn überhaupt? Das waren nicht die Süßigkeiten. Nur die Fruchtfutter oder sowas. Schokokuchen wäre von mir aus auch okay. Haben wir 14 Stück. Wenn er zweimal haben möchte. Ach ja, das altbekannte Spiel hier. Zeigst du dich dann wenigstens auch mal von der Seite? Nee, möchte er nicht. Na komm. Nö, stur. Stur ist er, der Kleine. Naja. Aber heute gibt es dann ja auch nochmal ein Update. Also wenn ihr die Folge seht, ist es schon da. Ich bin mal sehr gespannt. Also von der Deko und von dem einen Pferd her sieht es sehr nach Marine-Thema aus. Das lässt hoffen auf die Jungfrau. Auf die Meerjungfrau. So, dass wir da die Chance haben, hoffentlich diese zu bekommen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin echt sehr gespannt. Und auch das andere exklusive Pferd, der Peter. Weiß nicht genau, wie der da reinpasst, aber den haben sie auch gezeigt auf Facebook und der sah echt nicht schlecht aus. Ich hoffe mal, dass wir den auch bekommen können. Abwarten. Aber wie gesagt, wenn die Folge kommt, dann werden die beiden ja... Werden wir schon mehr wissen. Werden wir wissen, ob Peter, das andere exklusive Pferd, zu erhalten sind. Wie das mit der Meerjungfrau aussieht. So, 80. Ja.
Und mal wieder nur. Hafer, ey, das ist... Du kleiner, echt. Fiesling. Ich glaube jetzt... Ich mache es auch echt ungern, aber... Irgendwann... Wenn man so auf die Zeit guckt, ne? Aber ich möchte ihn jetzt unbedingt noch erwachsen haben und ich möchte unbedingt jetzt mit ihm züchten. Und dann müsst ihr ja nochmal schauen. So, Kirschen müssten... Wir holen jetzt einfach nochmal Kirschen. Wir gucken jetzt auch nochmal, wie das mit dem Zucht-Event aussieht, wie lange das geht. Das dürfte jetzt auch nicht mehr leider so lange sein. Ist natürlich schade, dass es dann gut zum Zwilling züchten war, ist nicht verkehrt. Aber jetzt den nächsten exklusiven kommen hier einen Tag 19 Stunden. Das heißt, wir hatten heute noch und morgen können wir dann eventuell die Verbesserung beim Zwilling einsetzen. Je nachdem, wenn wir ein Stütchen haben. So, 2 Sekunden noch. Und das sollte jetzt aber genau reichen. Sehr schön. Und ja, definitiv mehr Farbe. Schick, schick. Gucken wir mal. Ja, ist nicht so hell am Flügel. Also hat so einen richtig schönen Blaustich. Flügel hier, Fesselbehang, Schweif, Mähne. Das ist so cool. Ach ja. Dann würde ich sagen, züchten wir jetzt noch mit ihm. Muss ich es nur wiederfinden. Da. Und Frankreich. Und da müssen wir noch einmal hoffen, dass sie nicht auf der Weide unterwegs sind. Das wäre jetzt natürlich auch noch ärgerlich. Na super. Sind sie natürlich. Hier, Stufe 2. Das ist nicht die Stute. War ich jetzt den falschen angeklickt? Das ist doch hier Stufe 2. In Stufe 2 war eine Stute hier. Ne, schon wieder 1. Das war eher hier. Genau, die Jessie. Ja, schade. Dann hat uns das jetzt nichts gebracht. Dann müssen wir leider sagen, Pech gehabt. Gut, aber wir haben ja gezüchtet, wir haben die Gratis-Verbesserung eingesetzt. Es hat geklappt beim himmelblauen Derby-Pferd, da sind wir jetzt fertig. Und das bedeutet für uns, ja, dass jetzt erstmal nur die Sternzeichen-Zwillingzucht weitergeht. Und, ich muss noch was ganz vergessen. Wir haben ja hier in Montana, habe ich einfach schon mal begonnen mit der Isländerzucht. Und, ja, wir haben einen ersten Isländer. Und zwar, wie konnte ich das denn nur vergessen? Hier, die Kara hieß sie. Unser Isländerstütchen Stufe 1. Ja, und da geht's dann auch bald weiter. Ne? Stufe 1 Fohlen sehen wir dann auch noch. Ich hoffe auf ein Hengstchen. Und ne, komm mal her. Zeig dich doch auch mal. Ja, das ist sie. Und da backte es etwas, das Schnütchen. Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann hier noch läuft. Jo, süß ist sie. Eine andere Augenfarbe hätte ich mir wieder gewünscht, aber sonst gefällt sie mir farblich. Dieses sehr weiße Gesicht ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ist sehr interessant, haben wir ja sonst bei keinem Pferd. Und ja, dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal beim Zwilling weiter. Wir haben die Isländerzucht und schauen uns das himmelblaue Derby-Pferd auf Stufe 3 an. Müssen dann ja ein bisschen Platz machen. Und wenn wir es dann schaffen sollten, Zwillingen Stufe 2 Stütchen zu züchten. Und hier bei den Isländern, wie gesagt, wenn da
ein Hengstchen kommt, dann wird er auf jeden Fall auch in eine Box gestellt und dann schauen wir ihn uns auch als Fohlen an. Ich versuche ihn trotzdem schon mal ein bisschen zu füttern, nicht, dass das wieder so ausartet wie jetzt bei Wind. Also manche sind da ja schon, ja, lassen sich halt Zeit, ne? Aber gut, dann würde ich sagen, ja, warten wir jetzt erstmal das Update ab und ja, nach der Folge sollten dann auch Folgen kommen mit dem Update und ja, die Infofolge kam dann ja schon längst. Also, bis dann. Tschüss.